Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zu einem Tag mit mir und meinen Schafen. Heute umtreiben. Die Schafe, die müssen hier in den Pferch gleich rein. Und da sollen die nicht lang laufen. Da ist mein Hund, der ist jetzt 6 Jahre alt, heißt Misha. Den habe ich halt seit 6 Jahren, den habe ich mit, ich glaube, 2 Monaten gekriegt. Und hier über den Acker müssen die Schafe gleich kommen. Und dann wollen wir mal gucken, ob das funktioniert. Ich bin ganz zuversichtlich, dass es funktionieren wird. Der Hund, der hat jetzt lange wenig. Also ich habe ihn in letzter Zeit selten mitgehabt. Mal schauen. Also man sieht, er will wohl arbeiten. Ich muss erst den Strom ausmachen und dann sehen wir weiter. So. Bleib raus. Bleib raus. So, erstmal gucken. Alle noch da, alle stehen sie, noch keine Lämmer da. Jetzt erstmal Strom aus. Und dann sollen die wohl mitlaufen. Langsam ordnen die sich hinter mir ein, weil die meinen, ich laufe jetzt in die Richtung. Aber das ist dann nicht so. Die müssen gleich wieder zurück. Ja, ich lasse den Hund gleich, soweit es geht, selbstständig arbeiten. Gucken, ob ich ihn viel korrigieren muss. Manchmal hat er einen guten Tag, dann brauche ich nicht viel helfen. Also dann arbeitet er alleine. Und dann gibt es Tage, da hat er zu viel Energie, zu viel Eifer in der ganzen Geschichte, dann muss ich ihn halt ein bisschen korrigieren, dass der nicht so viel Druck aufbaut. So laufen tun die Schafe alle noch, ohne zu humpeln. Ich habe 2 Stück hatte ich hier zwischen, die habe ich ausgeschnitten. Die hatten Sand eingetreten gehabt. Ja. Mehr war da eigentlich nicht. Und der läuft jetzt da am Zaun. Also der sucht sich normal so selbstständig eine Furche. Und ja, jetzt geht es halt darum, die Schafe hier rauszukriegen. Mal gucken, ob das klappt. Noch hält er die hier. Alles klar. Jetzt los. Misha, mach keinen Scheiß jetzt. Mach keinen Scheiß. Gerade so gelobt. So, komm, hopp. Am Streiken. Ja. Jetzt geht's. Komm hierher. Hey, mach keinen Scheiß. Hopp. Langsam zur Fläche hin und es kann sein, dass sie nach vorne hin ausbrechen oder auch nach links laufen, aber das sehen wir gleich, wenn es soweit ist. Normal können die, also müssen die beide Seiten abweiden, das wäre also nicht so schlimm, dann müsste ich die halt wieder zurückholen.
Misha, hör mal auf. Hör mal auf. Komm her. Hopp, 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 hopp. Geh raus. Nein, da raus. Nein, da raus. Weiter raus. Bleib steh. Bleib steh. Los, breit. Steh. Steh. Los, Bein, steh. So. Platz, Platz, Platz. Ein Schaf ist in den Graben gelandet. Platz, Platz. So, und schon ist es fertig. Platz, bleib jetzt. Los, Bein. Mehr. Mehr nicht, nur eins. Ist noch ein Loch. Da jetzt reingucken, ob einer gerade ausgelaufen ist. Sieht gut aus. Wunderbar. Dann wär's das auch. Ja, das war halt so ein kurzer Umtrieb. Hier auf dieser Fläche bleiben die jetzt maximal 2 Tage. Das sind 50 mal 100 Meter habe ich hier eingezäunt. Ich versuche jeden Tag den frisch zu geben, aber wenn die es nicht aufhaben, dann bleiben die halt einen Tag länger stehen. Noch ist kein Frost angemeldet, deswegen kann ich mir auch ein bisschen Zeit lassen bei den Zwischenfrüchten. Ja, wenn euch das gefallen hat, dann Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Und mit dem Hund, ne, 6 Jahre alt, also ich werde, oder beziehungsweise ich weiß, ich brauche bald einen zweiten, damit, falls der zu alt wird und nicht mehr machen kann, dass ich dann einen habe, der nachrückt. Aber ich habe im Moment noch nicht die Zeit und auch nicht den Welpen dazu, um den zu lernen. Mal schauen, wie Zeit wird. Also bei Zeiten werde ich mir dann Welpen organisieren und den dann ausbilden. Dann gucke ich, dass ich das mitfilme. Mit den Besamungsgeschichten habe ich beim letzten Mal, glaube ich, schon gesagt, es ist nicht alles gekommen. Ich habe den Bock so reingesetzt nach der Synchronisation. Und ja, der hat gedeckt. Ob die letztendlich tragen sind, sehe ich in ein paar Monaten, sobald sich Euter bildet. Und dann die Merino-Zucht zu machen. Dann bis zum nächsten Mal. Jetzt muss ich erst den Strom holen und alles einklemmen.